Dieses Jahr hätte Marco Heinsohn seinen 50. Geburtstag gefeiert. Doch den sollte der Moderator nicht mehr erleben. Wie der Handballsportverein Hamburg mitteilte, ist Marco Heinsohn an Krebs gestorben. HSVH-Vizepräsident Martin Schweib bestätigte den Tod ihres Hallensprechers der Morgenpost. Wir sind unendlich traurig und geschockt. Es ist ein furchtbarer Tag für uns, sagte er der Zeitung. Er war ein so wichtiger Teil unseres Teams. Marco war von Anfang an dabei und hat das alles mit uns aufgebaut. Wir haben gemeinsam noch so viel entwickeln wollen. Er hatte so viele Ideen. Moderator für Sat.1 Regional. Über 25 Jahren war Marco Heinsohn in der Medienwelt tätig. Erst als Radiomoderator, später auch im Fernsehen. Er arbeitete für Sport1, vor allem aber auch für Sat.1. Seit April 1998 war er bei 17.30 Uhr Sat.1 Regional für Niedersachsen und Bremen wie auch im Regionalfenster für Hamburg und Schleswig-Holstein zu sehen. Zudem hatte er das Fußball-Bundesliga-Magazin Intim beim DSF moderiert. Seine Leidenschaft galt neben den regionalen Nachrichten auch dem Sport. Bis zuletzt war er zusätzlich für den Hamburger Handball-Zweitligisten HSV Hamburg als Arena- und Hallensprecher aktiv. Ich hatte das letzte Mal am Mittwoch oder Donnerstag mit ihm Kontakt, erinnert sich Martin Schweib weiter. Er hat sich von mir verabschiedet. Es ist schrecklich. Marco Heinsohn hinterlässt seine Frau Jana und zwei Töchter. Das Team von Sat.1 hat sich zum Tod seines Moderators bis jetzt noch nicht geäußert.